Ich bin ein kritischer Mensch. Gesundheit ist mir extrem wichtig und es wird ja immer wieder über Fallzahlen geredet. Und sind das denn echt Kranke? Nein, das sind positiv Getestete. Das versteht man immer wieder falsch. Mir erzählen meine Nachbarn immer wieder, ja, die Fallzahlen sind gestiegen. Ja, das sind positiv Getestete. Mit einem Test. Was ist das überhaupt für ein Test? Und wer hat den überhaupt entwickelt? Und wer promotet den vielleicht sogar? Ja, ich habe jetzt ein Video gesehen, was mich tiefst berührt hat und ihr unbedingt sehen müsst. Ich habe einen Zusammenschnitt von diesem Video für euch. Ein Interview mit Marc Friedrich und Dr. Dalle Carbonare, einem Molekularbiologen. Schaut euch dieses Video hier bitte bis zum Ende an und dann kommt ihr auch zu dem Originalinterview mit Marc Friedrich und schaut euch das auch an. Stell dich doch erstmal vor, wer du bist, damit unsere Zuschauer dich kennenlernen dürfen. Ja, gerne. Also vielen Dank für die Gelegenheit. Und wenn du mir vor ein paar Monaten gefragt hättest, einen Beitrag in dein Format zu bringen, hätte ich gedacht, als Nicht-Finanzfachmann, nein, das ist nicht möglich. Und so haben sich die Zeiten doch schnell geändert. Ja, zu meinem Werdegang. Ich habe in Basel am Biozentrum studiert und habe abgeschlossen in Zell- und Molekularbiologie. Bin dann weiter in die Pharmaindustrie, war dort im persönlichen Stab des Forschungsleiters und auch dort war ich involviert in neuen Technologien. Ich war Head of Competitive Intelligence für neue Technologien, Ansprechpartner für den Venture Fund in-house, auch wiederum für neue Technologien. Und dann später habe ich meine eigene Consulting-Firma aufgemacht und die hat sich auch eigentlich mit neuen Technologien und dem Transfer in die Industrie, nennt man so Wissens- und Technologietransfer, beschäftigt. In den letzten 10 Jahren allerdings habe ich mich dann ein bisschen fokussiert mehr auf Immaterialgüterrechte und habe jetzt 2, 3 Firmen, die sich mit der Administration und dem Handling und aber auch mit der Analyse von Immaterialgüterrecht-Portfolios, Patenten insbesondere, beschäftigen. Also die PCR-Technologie eigentlich ist eine Methode, die erlaubt das Vermehren von DNA, Desoxyribonukleinsäure oder das Erbinformationsmaterial. Eigentlich wurde die Technik nie ausgelegt und das hat auch deren Entdecker immer klar gemacht, nicht für einen Test. Also was man mit der PCR-Technik kann, ist das Vervielfältigen von DNA-Erbinformationen. Jetzt, wenn wir von PCR-Tests sprechen, da denkst du natürlich vor allem jetzt an den Covid-19-Test. Und das ist so, der Test, so wie er heute angewendet wird, der weist totes Erbinformationsmaterial nach. Dieser PCR-Test ist ja das Fundament dann für Lockdowns. Darf man nicht vergessen, ne? Weil wir haben hohe Fallzahlen in Deutschland. Wir haben über 1,2 Millionen Tests pro Woche. Ich habe jetzt extra nochmal mich vorbereitet vor der Sendung. Momentan werden von diesen 1,2 Millionen Tests kommen 0,42% werden ins Krankenhaus eingeliefert. Also die sind dann wohl positiv. Man hört öfters mal wieder positiv, negativ und so weiter. Also es gibt wohl auch viele Fehler bei den Tests. Und ich habe auch gelesen, da musst du uns vielleicht auch aufklären, dass es um Zyklen geht. Ne? Man muss nur oft genug testen und irgendwann schlägt dann dieser PCR-Test auch automatisch an. Man kann im Prinzip mit dem PCR-Test alles finden, weil er so spezifisch oder respektive so sensitiv ist und somit kannst du immer ein positives Resultat kriegen. Es gibt jetzt Studien, die sagen, ab 35 Zyklen ist die Fehlerrate bei 97%. Wow. Also völlig unbrauchbar dann eigentlich, oder? Richtig. Krass. Normalerweise schaut sich ein Herausgeber die Publikation an und gibt das dann nicht Kollegen, sondern Experten im gleichen Feld. Ja. Und das nennt man dann Peer Review. Die schauen sich das an und sagen, ja, ist gut, hier noch ein Kontrollexperiment, die Aussage ist zu weitgehend, das kann ich nicht und so weiter. Und das wird jetzt auch in unserem Fall so sein. Ja. Jetzt einer der Kritikpunkte am großen Paper ist, das Paper wurde am 21. Januar eingereicht und am 22. Januar akzeptiert. Okay. Jetzt sagen wir natürlich, ja, wo ist hier der Peer Review gewesen? Selbstverständlich hat das Paper sofort darauf reagiert und hat gesagt, es sei ein Peer Review, hat stattgefunden. Jetzt haben sich aber aufgrund unserer Publikation, die wir auch aufs Internet gestellt haben,
haben sich weitere Forscher gemeldet, die wir vorher nicht kannten. Und einer hat sich die Mühe genommen, die gesamten Publikationen dieses Herausgebers seit 2015 anzuschauen und geschaut, wie lange dauert denn ein Peer Review bei diesem Herausgeber. Es gibt Papers, da geht es schneller und solche Journals geht es weniger schnell. Der Durchschnitt liegt bei 200 Tagen. Okay. Gut. Tja, wie kann es sein, dass es bei Herrn Drosten nur einen Tag gedauert hat? Der Herr Drosten ist gleichzeitig im Editorial Board dieses Journals. Ah, also ein Interessenskonflikt, ganz klassisch. Ja, und wir haben einen zweiten Interessenskonflikt. Das ist, dass zwei der Mitarbeiter mit Firmen verbunden sind, als Scientific Officer und als Geschäftsführer auch, die gleichzeitig die ersten PCR-Tests auf den Markt gebracht haben. Und zwar schon Mitte Januar. Ja, wo ist die Evidenz, dass wir jetzt das alles hier rechtfertigen, was wir hier gerade veranstalten? Und es fehlt mir ein bisschen, es wird auch nichts mehr in Frage gestellt. Und wenn jetzt jemand kommt wie du, der sagt, hier, übrigens, der PCR-Test ist völlig unbrauchbar. Ich meine, ich weiß schon, was es für Kommentare gibt unten. Wahrscheinlich wird es wieder sogar gelöscht, ja. Nach dem Motto, hier, Verschwörungstheoretiker, der Schweizer Wissenschaftler hat doch keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dann gehen die Daumen nach unten. Aber ich glaube halt, diese Debattenkultur, die sollten wir halt aufrechterhalten und wirklich auch, ja, konstruktive Kritik. Ich meine, Herr Drosten kann sich ja dazu äußern. Wir können ja dann auch empirisch nachweisen, wenn es anders ist und so weiter, ja, dass man einfach auf Fakten und auf der wissenschaftlichen Basis arbeitet und nicht hier irgendwie Pi mal Daumen und davon wirklich ganze Gesellschaften in Tiefschlaf versetzt. Vor allem diese psychologischen Schäden werden ja immens sein. Ich meine, die Menschen haben ja Angst. Die haben Angst um ihre Gesundheit, die haben Angst um ihre Existenz, die haben Angst vor einer Impfung oder Angst, dass die Freiheitsrechte uns genommen werden. Es sind so viele Ängste da draußen und dieser PCR-Test ist nicht wirklich da, um die Leute zu beruhigen. Und dahingehend ist es wirklich, also für mich ist es unbegreiflich, dass man aufgrund von so einer schwachen Basis irgendwie solche krassen Entscheidungen trifft. Und das Problem ist, durch das du so viel Verunsicherheit geschaffen hast, jeder, der hier jetzt einen Kratzen spürt, geht sich testen oder geht mit dem Symptom ins Spital. Und schon ist er, wie wir vorher gesehen haben, auch wenn er PCR-negativ ist, auch wenn er sonst negativ ist, wenn er irgendwelche Symptome hat, ich glaube, kein Arzt kann sich heute leisten und sagen, das ist kein Covid-Patient. Denn wenn irgendwas passiert, wäre die Hölle los. Das war jetzt super komprimierte Informationen von einem wirklich sehr, sehr detaillierten Interview, was ihr euch unbedingt ansehen solltet. Ich habe euch das hier verlinkt, ja. Marc Friedrich mit Dr. Dalle Carbonare, dem Molekularbiologen. Geht er jetzt rüber, abonniert vorher noch uns und dann nach dem Rübergehen gleich Marc Friedrich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Gesundheit für euch alle.